Professor Dr. Alexandra Butterstein ist seit April 2023 Inhaberin der Professur für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht an der Universität Liechtenstein und auch Nachfolgerin von Professor Dr. Francesco Aschur. Eine Antrittsvorlesung ist ein akademischer Brauch, an dem zum einen eine neue Professorin oder ein neuer Professor in die wissenschaftliche Community der Universität aufgenommen wird. Und zum anderen ist eine Antrittsvorlesung die Möglichkeit, dass eine neue Professorin oder ein neuer Professor sich eben der breiten Öffentlichkeit in einem Fachvortrag vorstellen kann, seine Forschungs- oder ihre Forschungsschwerpunkte präsentieren kann. Für mich ist es ein besonderer Anlass. Ich bin zwar schon länger an der Universität Liechtenstein, nachdem Professor Schur 2019 seinen Ruf an die Universität Innsbruck angenommen hat, habe ich im Rahmen meiner Assistenzprofessur mit Tenure Track die Lehrstuhlvertretung übernehmen dürfen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt sozusagen die Professur selber seit einem Jahr innehabe. Es ist für mich auch ein ganz besonderer Anlass, weil die Community mich kennt und heute auch zahlreich vertreten ist, wie auch Freunde und Familie. Wir haben heute über 160 Personen und ich freue mich sehr, dass auch meine Familie dabei ist, die mich doch die ganzen Jahre sehr unterstützt hat und immer dabei war. Meine Antrittsvorlesung hat das Thema die Governance der Liechtensteinischen Stiftung zur Nachfolgegestaltung im Kontext von Familien und Unternehmen. Und man hört das schon beim Titel raus, es geht um zwei verschiedene Ebenen, einmal die Familie und einmal die Stiftung und was noch dazugehört, eben das Unternehmen. Und sehr oft diese drei Ebenen zusammenzubringen, ist in der Nachfolgegestaltung nicht leicht, weil, wie man sich vorstellen kann, Familien sind nie perfekt, sie bergen Konflikte. Und hier ist eben genau die Frage, wie man diese Familien in der Nachfolgeplanung integrieren kann. Die Familie ist der Kompass fürs Leben, sagt man oft, aber auch der Kompass für die Nachfolgegestaltung. Und ich schaue mir heute genauer an, wie die Liechtensteinische Stiftung mit ihrer flexiblen, mehrdimensionalen Governance geeignet ist, zum einen in der Stiftung, in der Governance hier die Besonderheiten zu berücksichtigen, durch Begünstigtenrechte, durch die Mitwirkung in Organe, durch den Familienbeirat, aber auch auf der nächsten Ebene, auf Ebene des Unternehmens dann die Frage zu stellen, wie bringen wir hier das perfekte Passepartout zusammen, damit eben die Stiftung auch im Unternehmen dementsprechend im Sinne des Stifters wirken kann, wie zum Beispiel auch hier gewisse Familienwerte einbringen kann. Und da ist es ganz entscheidend zu fragen, wie die Organe wiederum besetzt werden und so weiter. Und das ist heute das Schwerpunktthema meines Vortrags. Es betrifft somit einen absoluten Schwerpunkt meiner Professur für Gesellschaft, Stiftungs- und Trust, der wir sowohl ins Gesellschaft als auch im Besonderen natürlich ins Stiftungsrecht schauen werden. In den vielen Jahren, in denen ich an der Universität Liechtenstein als Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht tätig war, hatte ich viele sehr, sehr talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viel weitergebracht haben in Forschung, Lehre, in der Selbstverwaltung der Universität und natürlich last but not least auch in der Weiterbildung. Aber ganz besonders hervorgestochen hat über diese Jahre Kollegin Alexandra Butterstein. Sie hat wirklich geglänzt in allen Bereichen, im Bereich der Forschung mit zahlreichen Publikationen in in- und ausländischen Journalen und mit ihrer Präsenz auf vielen Tagungen im In- und Ausland. Insbesondere hat sie auch geglänzt in ihrer Vernetzung mit der Praxis in Liechtenstein und international, mit der Praxis mit den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, den Treuhänderinnen und Treuhändern, mit der Justiz und insbesondere auch mit den Verbänden der VLGST, der Liechtensteinischen Treuhandkammer, der Rechtsanwaltskammer und der Justiz. Und besonders hervorheben möchte ich auch, dass Alexandra Butterstein sehr gut vernetzt ist im In- und Ausland, insbesondere ihre Vernetzung mit dem Max-Planck-Institut in Hamburg, mit Universität Zürich, Universität Innsbruck, Universität Wien und mit vielen anderen Universitäten der Nachbarstaaten und weit darüber hinaus. Insoweit kann man sagen, dass es für mich als akademischen Lehrer eine ganz, ganz große Freude war und ist, mit Alexandra Butterstein zusammenzuarbeiten, mit ihr gemeinsam Konzepte zu entwickeln, mit ihr zusammen den LLM zu leiten in Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht und weit darüber hinaus auch für die Praktikerinnen und Praktiker in Liechtenstein da zu sein, als Ansprechpersonen und insbesondere auch für die Inspiration für die Wissenschaft. Forschung ist natürlich ein sehr wichtiges Feld für uns als Universität. Neben der Lehre ist Forschung sehr die zweite wichtigste Tätigkeit von mir anbieten. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, um sie zu unterstützen. Also zum einen ist es wirklich Teil von der Anstellung, von einem Professor oder Professorin hier hat, dass er zum einen, sagen wir, etwa so 40% von seiner Anstellung für die Lehre aufwendet und 40% für die Forschung und noch 20% so für weitere Tätigkeitsfelder. Von der Universität selber haben wir verschiedene Gefäße von
man Forschungsgelder einwerben kann. Da haben wir vor allem einen Forschungsförderungsfonds, den man auch dank der Regierung mit 1 Million pro Jahr füttern kann. Und da sind Forschungsprojekte möglich. Und die dienen vor allem der Nachwuchsförderung, weil eben auch der wissenschaftliche Nachwuchs oder die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität natürlich sehr am Herzen liegt. Dass man heute hier eine Antrittsvorlesung feiern kann von einer Professorin, die eben gerade auch ihre wissenschaftliche Karriere hier an der Uni Liechtenstein durchlaufen hat, also wirklich auch von einer Assistenzprofessorin bis eben jetzt neu zur Professorin hier an der Universität Liechtenstein sich entwickelt hat, das freut uns ganz besonders und ist sicher auch eine Sache, dass die Nachwuchsförderung auch funktioniert und eben auch ein Aufbau funktioniert von spezifischem Wissen zum Liechtensteiner Recht. Auf das Fürstentum Liechtenstein kommen große Herausforderungen zu. Das gilt insbesondere für den Wettbewerb zwischen den Rechtsordnungen. Insbesondere im Bereich des Stiftungsrechts und des Trustrechts gibt es viele neue Gesetzgebungen zu beachten. Wird die Messlatte immer höher, auch im Zusammenhang beispielsweise mit Problematik der Transparenz bei der Geldwäschereibekämpfung, aber insbesondere auch im Zusammenhang mit der Governance. Die Assets werden immer komplexer und auch die Welt ist ja mittlerweile nicht mehr so ein ruhiger, beschaulicher, friedlicher Ort, sondern es gibt Konflikte weltweit. Auch die Pandemie, die kriegerischen Auseinandersetzungen haben vieles im Private-Client-Sektor völlig durcheinandergebracht. Und in den nächsten 10 Jahren sehe ich es für ganz, ganz wichtig, dass geforscht wird, dass Grundlagenforschung betrieben wird im Zusammenhang von Stiftungsrecht, Trustrecht, Anstaltsrecht, Gesellschaftsrecht für Liechtenstein mit liechtensteinischen Sparing-Partnern, also insbesondere auch Praktikerinnen und Praktikern und mit der Politik, mit der Justiz, mit den Ministerien, dass mitgearbeitet wird aktiv seitens der Universität und dass insoweit also auch die Wissenschaft für das steht, für das sie stehen sollte, nämlich nicht nur ein Elfenbeinturm, in dem Theorie betrieben wird, sondern in dem ganz konkrete Ergebnisse für die Praxis erzielt werden. Also für die nächsten 10 Jahre, denke ich, wird die Liechtenstein Business Law School und insbesondere die Professur für Gesellschaftsstiftungs- und Trustrecht, die jetzt Alexandra Butterstein innehat, eine Schlüsselrolle innehaben. Es ist für mich eine große Freude und Ehre, dass ich seit dem 1. April 2023 die Professur für Gesellschaft, Stiftungs- und Trustrecht innehabe. Es ist die älteste Rechtsprofessur an der Universität Liechtenstein. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich beim Land bedanken, dass sie diese Professur so lange in diesen für Liechtenstein wichtigen Themenbereichen unterstützen. Und meine Schwerpunkte sind natürlich zum einen, die Professur gibt es sehr lange. Wir haben ein sehr breites Weiterbildungsangebot. Das ist der Zertifikats- und Diplomstudiengang Treuhandwesen, der Zertifikatsstudiengang Compliance Officer, aber auch natürlich unser LLM im Gesellschaft, Stiftungs- und Trustrecht. Darüber hinaus haben wir gewisse jährliche Tagungen, wie der Compliance Day, der Liechtensteinische Stiftungsrechtstag und Liechtensteinische Trust-Konferenz. Und natürlich sollen diese Gefäße weiter, wie wir es schon in der Vergangenheit und auch in meiner Lehrstuhlvertretung getan haben, mit Inhalten und Leben befüllt werden. Und in diesem Kontext ist es insbesondere mir ein Anliegen, dass aktuelle Inhalte Bedeutung für Liechtenstein. Wir haben jetzt gerade den Vernehmlassungsbericht für das neue Trust-Gesetz gesehen, wo auch die Professur eine Stellungnahme abgegeben hat, aber auch Pläne zur Modernisierung, vielleicht das falsche Wort, zur Reform im Stiftungsrecht von einzelnen Partikularteilen. Und auch hier möchte die Professur gern mit Fachwissen und der Expertise mitwirken und die Inhalte aber auch für die Praxis aufbereiten, zum Beispiel in unserem Format Lunch and Learn zugänglich machen. Wir haben auch schon ein neues Format inzwischen, das ist nämlich eine Besonderheit, in Liechtenstein gibt es keine direkte Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung, wie wir es zum Beispiel in Deutschland kennen. Und es ist jetzt an der Universität Liechtenstein in Kooperation mit der Rechtsanwaltskammer ein Intensivkurs Liechtensteinisches Recht, insbesondere für die Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung. Aber er wird breit genutzt, dieser Kurs, und wir führen ihn schon erfolgreich zum 3. Mal durch. Und man hat jetzt schon rausgehört, meine Forschung soll auch die aktuellen Themen in Liechtenstein aufgreifen. Ich habe gerade schon vom Stiftungsrecht und Trustrecht gesprochen, aber darüber hinaus haben wir auch Einflüsse aus dem EWR-Raum, die insbesondere das Gesellschaftsrecht betreffen, wenn wir an Fusionen etc. denken, Umstrukturierung von Gesellschaften, wo auch ein Stück weit meine Habilitation drin war. Da ging es nur um die grenzüberschreitende Umstrukturierung von Stiftungen. Und in diesem Schwerpunkt natürlich auch. Und ein weiterer großer Schwerpunkt wird natürlich 2026 sein. Da feiern wir 100 Jahre des Personen- und Gesellschaftsrechtsgesetz Liechtensteins. Und es ist eines der wichtigsten Gesetze, wenn nicht das wichtigste Gesetz für Liechtenstein. Und ich kann schon verraten, dass hier eine Festschrift herausgegeben wird. Aber auch darüber hinaus werden gewisse Veranstaltungen und Tagungen natürlich in diesem Sinne planen. Das heißt, sieht man, die
Karte ist groß, es sind viele Aufgaben, die auf uns warten, die wir mit viel Freude machen. Und darüber hinaus ist es mir als Dekanin der Liechtenstein Business Law School auch von Bedeutung, dass wir im Rechtsbereich sehr interdisziplinär zum einen an der Universität, aber auch mit der Praxis zusammenarbeiten. Und hier möchte ich auch nochmal einen Schwerpunkt der Professur, was dann eher das Gesellschaftsrecht anbelangt, setzen. Man sieht es auch bei meinem heutigen Vortrag der Antrittsvorlesung. Ich beschäftige mich mit der Governance auf Ebene der Stiftung, der Foundation Governance, auf Ebene des Unternehmens, der Corporate Governance, aber auch der Family Governance. Und genau sind das die Bereiche, die auch meine Forschung im Schwerpunkt erst einmal betreffen werden. Es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, dass ich nach wie vor als Gastprofessor an der Universität Liechtenstein in Lehre, in Forschung, in Aus- und Weiterbildung tätig sein darf. Ich bin sehr verbunden mit Liechtenstein, mit dem Fürstentum. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen in diesem Land, mit denen ich gerne zusammenarbeite und auch sensible Fragen offen und ehrlich diskutiere, auch wenn man oft nicht immer einer Meinung ist. Ich bin sonst hauptberuflich seit dem Jahr 2019 an der Universität Innsbruck tätig, durfte dort den Lehrstuhl von meinem akademischen Lehrer Bernhard Ecker übernehmen und bin dort Leiter des Instituts für italienisches Recht. Aber die Universität Innsbruck hatte ja immer schon eine sehr enge Verbindung mit dem Fürstentum Liechtenstein. Sie bezeichnet sich ja unter anderem auch als Landesuniversität für Südtirol, für Vorarlberg und auch für Liechtenstein. Und insoweit ist es, glaube ich, eine ganz tolle Sache, wenn wir diese Kooperation fortsetzen können. Und ich bin sehr stolz und sehr froh, mit Alexandra Butterstein auch eine intensive Kooperation weiter pflegen zu dürfen, insbesondere im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung von Juristinnen und Juristen im liechtensteinischen Recht.